Moin zusammen, wir gehen jetzt wieder mit zwei Beweisen. Es geht nach Edgefield, die Map, die ich gewählt habe. Wir machen es immer so, jeder wählt immer eine Map und dann gucken wir, welche Map drankommt. Das war jetzt Edgefield. Mit zwei Beweisen, wir versuchen noch Perfect Games zu bekommen. Und ja, Breakers im Keller, das sind die Aufgaben. Rein da. So, Was war das? okay. Das ist immer lustig, wenn der hier das Kruzi im Truck dann anknabbert. So, dann gucken wir mal. Wir machen wie immer den Breaker zuerst an. Im Keller ist ein Versteck. Ist schon mal sehr gut, wenn beim Breaker ein Versteck ist. So, hier ist nichts. Kein Knochen, keine Geisteraktivität. So, dann schauen wir mal. In der Garage ist nichts. Ja, Feather Records macht seine Arbeit. Da unten war aber auch nichts. Tücher. In der Küche? Der rauscht doch. Was rauscht denn hier so? Das ist eine Spiritbox, die da rauscht. Glaube, der hat gerade versucht, die Kamera zu schmeißen. Hier, die hier. Die rauscht. In der Küche geht's runter. Aber nicht so weit. Es bleibt bei kurz unter 15 hängen. Hier hinten geht's wieder hoch. Dem Badezimmer hier geht's weiter runter. Ich glaube, der ist hier in dem Badezimmer. Also der Geist ist wahrscheinlich im Bad. Lampe angemacht. Kein UV, okay. Box. Da hat er ja seine Spirit Box. Mal sagen, Ghost Highway vielleicht hier oben hinbauen. So, die so hier hin, dass man den kommen sieht. Den müssen wir noch reintun. Ich glaube, der macht Dirty Water. Ja, es zählt, glaube ich, für alle mit, die Box. Nach oben hin oder in den Keller? So, die hier, die stellen wir hier hin, um zu gucken, ob der an der Tür was macht. Ja, noch ein Beweis fehlt.
eine Kamera haben. Oh. Ich glaube, da habe ich gerade etwas überrascht. Hast du Dots gesehen? Aus allergrößter Nähe, deswegen bin ich nicht gerade sicher. Okay. Er hat das Buch geworfen, also Buch ist definitiv raus. Ja, okay, aber outholen können wir es nicht, weil wir haben ja nur zwei Beweise. Dort, okay. Möglicher Deochen, okay. So, müssen wir was Sanity drainen. Brauchen wir das Parabol? Hui, wir müssen jetzt im Dunkeln bleiben. Die Sanity muss runter. Wo ist denn die Box? Wir hatten doch, glaube ich, noch eine T3 hier vorne, ne? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Where are you? Show yourself. Are you angry? Are you a child? Are you old? What do you want? Ja, Box ist buggy. Komm wieder rein, Geist. Komm wieder rein. Der ist abgehauen. Ach, Fluffy. Hast du das Spiel kaputt gemacht oder was? Show yourself. Are you here? Oh. Ihr habt's gehört, ne? Das müsste Theorie gewesen sein, kann das sein? Ja, bei so einem kleinen Raum ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man das kriegt. Okay. Das heißt, wir haben einen Sieg. Ja, Küken, geh du doch auch mal da rein. Du könntest die Antwort auch kriegen. Oh, das war die Theorie-Antwort, kann das sein? Ja, das ist der Deo. Das war dem seine Antwort. Heute haben wir wirklich jedes Mal ein Deo. Alle zwei Runden Deochen. So, ich mach schon mal das Wohnzimmer fertig, weil das wird unser kleiner Looping-Spot sein. Ach, ja. Versuch's ruhig weiter. Du hast eh Zeit. Wir müssen eh Sanity duellen. Kannst ruhig weiter probieren. Alles. Oh, nee. Spezielle Deochen-Antwort. So, mache ich hier mal alles schön hell. Dann können wir da nachher alles schön sehen. Oh, die Dots sollten da drin sein. Falls wir einen Dots-Hand kriegen, dann können wir den nämlich mit den Dots sehen. Okay, alle müssen sich jetzt ins Dunkle setzen, damit die Sanity runtergeht. Weil der huntet eh erst ab 40. Oh, wir brauchen noch ein paar Fotos. Ja, ja, Küken, schnapp dir eine Kamera und kannst ruhig ein paar Fotos machen. Hier, ich mache euch die Laterne an. Obwohl, die Laternen, die sind ja auch immer so komisch, ne? Ah, ich glaube, der Breaker ist aus. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Ich glaube, der antwortet nur auf einzelne. Show yourself. Are you here? Hörst du das denn die ganze Zeit? Hier, mach mal das Licht. Das war ich nicht. Das war der Geist. Keine Ahnung, die Ochen haben mich wohl gerne. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here?
Are you close? Are you angry? Are you a child? How old are you? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Ah, ist rausgegangen. Hat irgendwas geworfen. Are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Oh, der ist draußen. Are you here? Are you close? Show yourself. Are you angry? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Die zählt immer wieder die Antwort. Ja, ich finde das so lustig. Das könnte ich mit dem D auch den ganzen Tag machen mit der Antwort. Das ist lustig, ey. So, gucken wir mal nach der Sanity. Oh, wir sind in der Deochen Hunting Range. Wir müssen aber noch die Sanity weiter runterkriegen. Also bleibt ruhig alle im Dunkeln. So, Küken, bereit, Deochen zu loopen? Fotos sind jetzt gerade voll. Ja, perfekt. Ich habe die Kurzis alle jetzt ins Wohnzimmer gelegt. Ich stelle euch da noch eine Kamera rein, falls jemand vom Truck beobachten will. So. So, wir sind jetzt in der Hunting Range, also müsst ihr eigentlich bald loslegen. Der huntet ja bei 40. Ich habe endlich geschafft. Ja, Kiki, wir haben die ja die ganze Zeit da benutzt. Das zählt ja für alle. Kiki, bist du im Truck oder bist du hier drin? Ach so, okay. Ja, weil beim Deochen hast du immer Angst, ne? Weil du immer reinläufst. Ja, ich habe dir eine Kamera ins Wohnzimmer gestellt, dann kannst du das ja beobachten. Wir haben auch ganz viel Licht hier im Wohnzimmer. Es geht los! Sie kommt! Oh, sie krabbelt nicht gut. Gott, nicht so langsam kann doch nicht vor ich gehen. Küken, der Deochen Sidestep. Ja, der Tanz mit dem Deochen. Wir haben alles. Wir können fahren. Ja, ich habe hier noch einen kleinen Abschiedsmutsch gegeben. Ja, die hat noch Tschüss zu uns gesagt. Ich bin am meisten fertig. Ja, dich hat sie am meisten ausgelutscht. Balu ist der Popsicle. Okay, alle eingekreist. Hast du es, Kiki, yes. Deochen? Ich hab's drin, wir können fahren. Ja. Also seht ihr, es war doch mal eine lustige Runde. Ihr konntet mal die Deochen-Antwort wieder hören. Auf der Spritbox. Das ist, die kriegt ihr nur, wenn der Geist genau auf euch ist. Also genau in eurer Nähe, einen Meter oder so. Und die Chance darauf ist auch nur 30%. Deshalb in so einem kleinen Raum wie dieses Badezimmer habt ihr eine hohe Chance, das zu kriegen, wenn der da ist. Ansonsten benutzt einen Bewegungssensor oder auch die Dots könnt ihr auch benutzen. Wenn er in Dot State geht, dann wisst ihr genau, dass er gerade bei euch ist. Wenn ihr diese Antwort mal bekommen wollt. Aber wie gesagt, ist 30%. Nein, bitte nicht Level 100! Nein! Nein! Endlich habe ich das T-Drive. Ich muss prestigen, nein. Also, das sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.